herzlichen Dank für den Aufstieg in die Königsklasse. Wir sind mit Yellowstone, mit dem Krüger Nationalpark, mit dem Serengeti Nationalpark oder mit dem Galapagos Nationalpark inzwischen jetzt in einer Liga. Und das hier bei. Diese hohe Auszeichnung in der öffentlichen Anerkennung ist eine großartige Arbeit für viele, die leidenschaftlich für den Nationalpark einstehen. Diese Auszeichnung ist von ganz großer Bedeutung für den Nationalpark Bayerischer Wald, wie auch sicher für den Nationalpark Berchtesgaden. Denn damit wird demonstriert, dass diese lange Arbeit und diese Stück für Stück Zurückbringen sozusagen des menschlichen Einflusses auf 75% der Fläche mit Erfolg gekrönt ist. Und damit danken wir auch der ICN, dass sie hier mit ihren Vorgaben letztlich auch uns den Weg bereitet hat und auch ein Stück weit Geburtshelfer war für das, was wir jetzt hier heute feiern. Das Tolle ist, dass wir aus diesem Motto Natur, Natur sein lassen in den letzten 20, 30 Jahren wahnsinnig viel gelernt haben. Das sieht man schön auf dem Bild aus dem Nationalpark Bayerischer Wald. Wir haben zum Beispiel gelernt, dass diese Zerfallsphasen von Fichtenwäldern, Urwaldzerfallsphasen entsprechend das fördert, geordnet werden. Ich glaube, dass keiner in den 90er Jahren gedacht hat, dass diese Natur sich so schnell erholen kann. Dass sie die einfach so schnell wieder rappelt und in Tee kommt. Also die Entwicklung ist völlig schnell gegangen und das war einfach schön. Wir müssen Nationalpark haben und es muss Nationalpark drin sein. Dies ist der internationale Weg und jeder sagt, ja, das ist es. Und wir schreiben es nicht nur drauf, wir machen nicht nur Label, sondern es ist die Natur. Und ich bin großer Fan davon, kommt bei der Küste mit sehr, sehr vielen Gästen, sehr, sehr vielen Menschen. Naturschutz ist die zweite Seite des Naturerlebens. Das heißt, der Mensch profitiert mehr. Und besser, wenn man so schützt ist.